Als nächstes darf ich auf die Bühne bitten den Gerhard Huber von den Freiheitstrüchlern. Bravo! Ein herzliches Dankeschön an die Freiheitstrichler. Das ist eine Tradition aus der Schweiz und ich sage immer ganz gerne, damit sich das weniger Gute verzupft und das Gute mehr und mehr wird und sich stärken möge. Und ich darf an dieser Stelle... Ganz kurz noch zu den Freiheitstrichlern. Ich hatte vorher die Gelegenheit auszuprobieren, wie schwer das ist und was man wirklich machen muss. Die Burschen bringen wirklich auch physisch, nicht nur seelisch, aber physisch, eine enorme Leistung. Sowas hat zwischen 15 und 40 Kilo und damit um den Ring zu gehen und das noch zu schütteln, das ist wirklich super. Okay.
genau das hat es noch gebraucht. Wir sollten nämlich unbedingt darauf hinweisen, dass das wirklich eine schwere Last ist, aber die tun sich das immer wieder an, bei den Ringmärschen mit dabei zu sein und das eben für die Freiheit, für den Frieden. Und wir werden jetzt auch gleich kurz von Gerhard als Vertreter der Gruppe kurz was hören. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass Sie sich nicht wundern, die Edith und ich, wir sind heute dabei, damit wirklich unterschiedliche Sprecher zu unterschiedlichen Fachbereichen ähnlich lange Sprechzeit haben. Bitte wundern Sie sich nicht, dass wir heute unsere Redner ein paar Minuten ihre Expertise geben lassen. Wichtig ist, dass es Take-Home-Messages für Sie geben soll, wie Sie Ihre Familienangehörigen, Freunde, Arbeitskollegen auch aufklären können, was da los ist. Wir haben Lösungsansätze. Es gibt bereits mehrere Organisationen, die zusammengefasst Flyer über die Weltgesundheitsorganisation geschrieben haben. Die kann man an regionale Politiker bringen oder an andere und aufklären helfen. Der Punkt ist nur, wir möchten bitten, dass Sie verstehen, auch wenn Sprecher dabei sind, wo Sie sagen, da könnte ich eine Stunde zuhören, wir müssen es circa bei 5 bis 7, 8 Minuten lassen, die einzelnen Sprechbeiträge, damit wir wirklich viel Expertise an diesem Tag hören. Und viele derer, die heute sprechen, ob das Member of European Parliament aus Rumänien, Christian Terres ist, ob das, ja, wunderbar, dass er da ist, ob das Philipp Kruse ist, ob das Ärzte sind, die Sie kennen. Ja? Es geht darum, dass wir wirklich von vielen wissen, dass Sie auf YouTube Videos haben, auf anderen Kanälen Videos haben oder Telegram-Kanäle haben. Das heißt, was Sie heute hören, können Sie vertiefen, wenn Sie diese Namen dann auch noch im Internet suchen. Das wollte ich nur kurz sagen. Bitte sich nicht zu wundern, wenn wir nach einer gewissen Redezeit schon zum nächsten Redner dann heute übergehen werden. Und damit darf ich jetzt auch an die Edith übergeben und sie wird den Gerhard noch kurz zu uns bitten und ihn aber auch bitte vorstellen. Danke. Ja, der Gerhard ist seit 2021 für den Weltfrieden unterwegs. Er hat bereits 3000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt und war in 13 Staaten. Er war 4 Monate unterwegs und das alles hat er in einer Zeit der verschärften Maßnahmen, wo es Maskentests, Impfpflicht gab, ganz ohne diese Maßnahmen überstanden. Und jetzt... Und damit darf ich auch schon an den Gerhard übergeben, der darüber sprechen wird, wie kann man denn aus dieser Angst aussteigen. Vielen herzlichen Dank, liebe Maria, für diese so wichtige Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ja, ich habe diesen Marsch gemacht, um also nicht nur für den Weltfrieden, sondern auch um den Menschen Mut für tägliches Leben zu geben, um den Menschen zu zeigen, was alles machbar ist und was alles schaffbar ist. Wenn man dieses wundervolle Geschenk der Schöpfung, das Gehirn zum selber Denken benutzt, aus der Angst aussteigt, Urvertrauen aufbaut und dann geht man auch über geschlossene Grenzen oder über Wasser, ist vollkommen egal, es kommt immer auf das Gleiche heraus. Ja. Und das, was ich getan habe, das kann jeder tun. Ja. Wir sind ja alle mit so wundervollen Fähigkeiten ausgestattet. Und jeder kann, wie gesagt, auch zu Fuß durch Europa gehen, wenn er möchte. Und das ist zu jedem Zeitpunkt für mich das Richtige geschehen. Also ich war sowas von geleitet, geführt. Ich habe extremste Verhältnisse gehabt vom Wetter. Ich habe Schnee gehabt, Sturm, Gewitter. Hitze, ich war bei den großen Überschwemmungen unterwegs und ich war, wie gesagt, dass immer das Richtige passiert. Und das möchte ich den Menschen mitgeben, Mut zu haben für tägliches Leben. Ich bin aber nicht nur für den Weltfrieden gegangen und um den Menschen Mut für tägliches Leben zu geben, sondern auch für neue wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Systeme, für eine noch nie dagewesene Art von Politikern und noch nie dagewesene Art von Politik, die nicht nur zum Wohle ein paar großer Konzerne ist, sondern die zum Wohle allen Lebens hier auf Erden ist. Und ich bin auch dafür gegangen, damit sich die Geschichte der Menschheit nie mehr wiederholt und nie mehr wiederholen muss. Und dafür lebe ich, dafür atme ich und dafür gehe ich. Vielen herzlichen Dank, alles Liebe, alles Gute und eine wunderschöne Veranstaltung. Dankeschön, danke.
Und wenn Sie die Freiheitstrichler unterstützen möchten, es gibt hier ein wunderschönes Band, das Sie gegen eine freiwillige Spende abgeben auch. Und wir kennen alle den Professor Dr. Dr. Martin Hadic. Der hat die Idee gehabt, dass man so ein weißes Silikonband immer trägt und dann erkennt man sich sozusagen im Supermarkt auch immer wieder. Das ist auch ein Bruder oder Schwester im Geiste. Ich danke den Freiheitstrichlern. Danke noch einmal, dass ihr gekommen seid, dass ihr auch bei der Ringrunde mit dabei seid. Und jetzt geht's mit dem Rechtsprogramm, mit dem ganzen rechtswissenschaftlichen, durchaus bisschen trockene Kost ist da und dort dabei, natürlich, weil das sehr fachspezifische Punkte sind, die wir heute hören werden, aber unsere Sprecher sind versiert, haben das schon oft vorgetragen und möchten es vor allem so erklären, dass die Leute verstehen, was denn hinter den geänderten internationalen Gesundheitsvorschriften, IHR genannt, und was eben auch hinter dem Pandemievertrag WHO CA Plus genannt so steckt. In diesem Sinne, ich darf die Trichler bitten, jetzt von der Bühne zu gehen. Die Edith wird dann gleich die ersten Sprecher aufrufen. Danke.